Ja, Metal, Leute. Ein neues Projekt. Brot, Brötchen. Ja, jetzt muss ich erstmal hier meine Freundin zeigen. Ja, passt, passt. Bleibst du stehen, du Luder, du? So, jetzt hat la. Ja, jetzt hatte ich mal was Neues ausgedacht. Alauge weg. Jetzt brauche ich das verschlanzte Messer. Diesmal schneide ich ziemlich weit oben auf. Da, Schatz, schau zu. Warum jetzt weit oben? Und zwar, ich will das Innere jetzt rausholen. So, Dille. Holen wir hier das Weiche jetzt erstmal ein bisschen raus. Kann man später natürlich noch essen, extra. Dass wir jetzt so eine, gut, sieht man nicht so gut, eine Mulde haben. Jetzt brauchen wir einen Schluck Bier. Gut, dann hier mal in den Kühlschrank gehen. Und jetzt hier wieder diesen tollen Toast. War im Angebot. 10 Cent billiger. Corona sei Dank. So, jetzt zerrupfe ich den einmal so in der Mitte und einmal so. Und lege das jetzt hier in die Mulde rein. So, hier auch nochmal. So, jetzt 600 Watt in die Mikro. Mal gucken, was passiert. Ich mache das immer nur rein optisch und ach Schatz, heute Abend, du weißt schon. Und wie sieht's aus? Ja. Ich mag es ja dann, wenn das Brötchen dann so lapprig ist. Wie sieht's aus? Ja, paar Sekunden noch. Oh ja, ja, oh, ah, oh, ah. Hot. Guck mal, wie schön das verlauft. Und wie lapprig jetzt dieses Brötchen ist, hier der Käse. Gut, ihr wisst ja, ich und Krab, ne? Ich habe diese Partygarnelen übrigens probiert, die munden mir echt überhaupt nicht. Die haben einen sehr komischen Eigengeschmack. Jetzt nehmen wir hier ein paar Krab, ne? Und tun das jetzt hier mal so rein. Ja, dass das dann so aussieht. Heute ist ja immer noch heiß. Und so, ja, das. Wir wollen ja nicht übertreiben, weil 1,99 so eine kleine Packung für 100 Gramm ist pervers. Und dann nehme ich wieder diesen Scheiben Toastkäse und jetzt verdecken wir damit die Krabben. Na, willst du auch mal? Oh, heute Nacht bist du fällig, du, ich sag's dir. So, und wieder in die Mikro. Ja, dieses Foto wollte ich eigentlich den Rainer ans Tor hängen, aber ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, die Österreicher waren schneller da. Altschauerberg war abgeriegelt. Es war eine Katastrophe. Überall Zivilbullen und schieß mich tot. Oh, da kam Bierschaum hoch. Scheißegal, runterschlucken, hat Geld kostet.
sieht's denn jetzt aus? Jawohl. Gefällt mir. Oh, das heißt. Finger verbrannt. Am Käse. Ne? Na, Krabben sind verdeckt. Und jetzt kommt das. Jetzt kommt das Sahnehäubchen. Haltet euch fest. Krautsalat. Vom Lidl. Ist neu, habe ich noch nicht gesehen. Hier. Das schmeiß mal einfach mal hier in den Müll. Weil ich mir jetzt den Finger hier verbrannt habe durch den scheiß Käse. Ist das erfrischend. Oh, da ist der Schmerz gleich weg. Gut, aber machen wir jetzt weiter. Jetzt hier trinken. Kräutchen so drauf. Oh, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Finger sind sauber. Und es hat sich wie Fisten angehört. Aber ihr wisst ja, eine Mene Miste, ich finger nicht, ich fiste. Ja, und das war's jetzt eigentlich. Deckel drauf. Ich genieße jetzt meine 4-5 Feierabendbier. Ja. Und dann, wenn ich gut angetrunken bin, fress ich das. Break. Eine Ewigkeit später. Ja, so, gut angetrunken. Erstmal den Scheiß hier fressen. Ich hab's jetzt nicht extra in die Mikrowelle getan, aber. Wo? Fliege? Egal. So sieht es jetzt mit dem Kraut aus und okay. Ja. Also ich muss sagen, dass der Käse überwiegt jetzt. Ein leichter Nachgeschmack jetzt von dem Kraut. Nochmal. Okay, von den Krabben schmeckt man echt nichts mehr. Die sind ja jetzt hier irgendwo drin. Auf jeden Fall ziemlich trocken. Ich hätte jetzt echt gedacht, durch das Kraut wird es etwas leppriger. Aber hey. Ja, es hat was. Also ich habe gedacht jetzt, ich müsste irgendwie kotzen. Aber hey. Ich kann gut kochen. Ja, dann wünsche ich euch mal viel Spaß beim Nachkochen. Ich fresse es jetzt so weiter und höre mir mal die neuesten Sachen von Anti-Mobbing Guys an. So, jetzt habe ich Werbung gemacht, jetzt verlange ich Geld. Nee, scheiß drauf, Metal off. Ja, Leute, normalerweise hört man ja dann immer noch, wie mein Schiss am nächsten Morgen war. Ja, kleines Problem. Ich habe irgendwie Verstopfung. Also, ich habe versucht zu drücken. Alter, nicht mal der Kackstift guckt raus. Naja, trotzdem... Viel Spaß beim Nachkochen!